Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmoo-Video. Freunde, heute mal etwas anderes Video von mir. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses neue Format aufziehe und festgelegt, dass dieses Format mehrere Parts haben wird. Heute geht es um die drei größten Automarken bzw. Autokonzerne der Welt. Wir werden von allgemeinen Daten bis in die Geschichte, Abgründe und Erfolge der drei größten Automarken der Welt eintauchen. Wenn das Format gut bei euch ankommt, werden auch andere einzelne Automarken folgen. Am besten zeigt ihr das natürlich in Form von Likes, Abos und eines Kommentars. Nun ab zum Intro, danach geht's los. Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Sieht es mir auch bitte ein bisschen nach. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt so versuche, gerade ein Skript so einzusprechen. Kann sein, dass ich öfter mal aufs Skript runtergucke. Danke. Da es aktuell auch im Trend ist, sogenannte Iceberg-Videos zu machen, wird das Format hier ähnlich aufgebaut sein. Im ersten Video kratzen wir wirklich nur an der Oberfläche des Eisbergs und vertiefen uns dann von Part zu Part immer weiter in die Tiefen der drei größten Autobauer. Nun habe ich im Intro von den drei größten Autobauern geredet. Doch wer sind diese nun aktuell? Und somit läuten wir Kapitel 1 ein. Die nuggischen Zahlen. Wenn man die Geschehnisse der Automobilwelt wirtschaftlich verfolgt, dann fällt auf, so wirklich die drei kann man schwer sagen, da sich zumindest der dritte Platz fast jedes Jahr abwechselt. Auch Platz 1 und 2 tauschen sich immer mal wieder aus, allerdings nur untereinander. So waren die drei größten Automobilhersteller im Jahre 2021, gesehen nach dem Fahrzeugabsatz, Toyota mit ca. 10,5 Millionen verkauften Fahrzeugen, was eine Steigerung von ca. 10,5% zum Vorjahr 2020 darstellt. Auf dem zweiten Platz ist die Volkswagen AG mit ca. 8,58 Millionen verkauften Fahrzeugen, was allerdings einen Rückgang von 6,3% zum Vorjahr ausmacht. Und zu guter Letzt auf dem Treppchen im letzten Jahr Hyundai Motor Group mit ca. 6,67 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahre 2021, was eine Steigerung von ca. 4,2% zum Vorjahr ausmacht. Im Jahre 2020 sah das Treppchen auch eigentlich fast gleich aus. Da war der dritte Platz allerdings von General Motors belegt, welcher sich im Jahre 2021 mit dem vierten Platz zufrieden gibt. Somit sind es auch diese drei Automarken, auf welche wir in diesem Video genauer eingehen. Toyota ist auch laut Forbes das 12. größte börsennotierte Unternehmen der Welt, mit einem Marktwert von 219,2 Milliarden US-Dollar, was etwa 2,7,9 Milliarden Euro entspricht, nur um das mal umzurechnen für euch. Also ungefähr, ja, zweimal volltanken. Der Marktwert der Volkswagen-Gruppe beträgt 147,2 Milliarden US-Dollar, also etwa 140 Milliarden Euro. Damit belegt die Volkswagen-Gruppe Platz 17. Wenn man jetzt die Hyundai-Gruppe in der Liste finden will, muss man schon etwas weiter runterscrollen. Hyundai belegt nämlich nur Platz 154 und mit einem Marktwert von 54 Milliarden US-Dollar, so ungefähr 51 Milliarden Euro. Die Zahlen von Forbes belaufen sich aber auf die Gesamtheit als Konzern, nicht nur das reine Automobilgeschäft, über das wir hier sprechen jetzt. Denn so wie wir ja alle wissen, haben so riesige Unternehmen nicht nur eine Kerze auf der Torte am Brennen. Die Zahlen zeigen aber auch, wie absurd groß der Abstand zwischen dem ersten, zweiten und dem dritten Platz ist. Das sind 137 Plätze, die zwischen VW und Hyundai liegen in etwa. Bei Toyota gibt es aktuell 22 Modelle im Angebot. Toyota listet allerdings Elektro- und Sportmodelle nochmal eigenständig auf. Wenn wir uns das einmal bereinigen, kommen wir auf 14 grundlegend verschiedene Modelle. Das günstigste Modell ist dabei der Toyota Aygo X mit einem Basispreis von 15.390 Euro. Und das teuerste Modell ist der Mirai mit 63.900 Euro.
Bei Volkswagen sieht die Vielfalt schon recht ähnlich aus. Wir haben hier 19 verschiedene Modelle im Angebot. Wenn wir mal ausklammern, dass deren Konfigurator die Option Nutzfahrzeuge, Gebrauchtwagen und Vorgängermodelle, welche man auch auswählen kann, wenn man nach ganz unten scrollt, als eigene Modelle wertet. Deswegen steht oben auch 22 eigene Modelle, was aber dann halt so nicht stimmt. Auch Volkswagen führt aber Modelle in verschiedenen Ausführungen nochmal eigenständig auf. Wenn wir die Modelle per Hand durchzählen, kommen wir auf 15 verschiedene Modelle. Der günstigste VW ist hier der Up mit einem Basispreis von 14.130 Euro und der teuerste, der Touareg, mit einem Basispreis von 66.890 Euro. Hyundai hat 20 verschiedene Modelle im Angebot. Hier sind im Konfigurator allerdings alle N-Modelle, also die Sportversion, und die Elektromodelle nochmal separat aufgelistet als eigenständige Modelle. Wenn wir das hier wieder ebenfalls bereinigt betrachten, kommen wir auf 11 grundlegend verschiedene Modelle. Der erschwinglichste im Bunde ist der i10 mit einem Grundpreis von 11.185 Euro und am teuersten sind wir beim Hyundai Nexo mit einem Basispreis von 77.290 Euro. Soviel zu den reinen Zahlen zu den drei größten Automobilherstellern. Springen wir ins nächste Kapitel. Doch zuvor habt ihr sicherlich bemerkt, dass gerade wo ich die Informationen über die Zahlen preisgegeben habe, dass hier unten links immer eine kleine Zahl aufgetaucht ist. Das sind die Quellenangaben. Könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung dann nochmal in Ruhe die Quelle dazu durchlesen, zu dem, was ich hier gerade gesprochen habe. Das wird auch bei allen Videos dieses Formats dann so sein. Kommen wir zu Kapitel 2. Geschichte der Gründung bis zur wirklichen Firmengründung, also quasi die Vorgeschichte. Die möchte ich hier ein bisschen erzählen und erläutern, bis wirklich die Firma so dastand, wie sie quasi heute auch bekannt ist. Weil, wie wir wissen, haben die meisten Firmen ja immer eine quasi Vorgeschichte, bevor überhaupt die Firma da ist, die wir heute kennen, die jetzt schon über so viele Jahre oder Jahrzehnte dann existiert. Hier gehen wir auch nach der Rangfolge vor. Wir starten also mit Toyota. Die Geschichte von Toyota beginnt seinem Firmengründer Sakichi Toyoda. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Falls nicht und falls mir jemand hier zuhört, der Japanisch kann, tut mir leid. Welcher im Jahre 1867 in Nagoya, Japan geboren wurde. Sein Vater war Zimmermann und Sakichi Toyoda erlernte sein Handwerk in nächster Generation. Toyoda sah, wie seine Mutter, Großmutter und Freunde unter schwersten Bedingungen in Webereien arbeiten mussten, für welche er manuelle Webstühle baute. Toyoda experimentierte daraufhin mit dampfbetriebenen Webstühlen, um diese zu automatisieren. 1924 vollendete Sakichi zusammen mit seinem Sohn Kichiro den automatisierten Webstuhl und ließ sich seine Maschine patentieren. Dafür gründete er das Unternehmen Toyoda Automatic Loom Incorporate. Sakichi Toyoda bemerkte, wie groß die Bedeutung des Automobils wurde und ließ das Patent für seinen Webstuhl durch seinen Sohn Kichiro verkaufen. Im Auftrag seines Vaters verkaufte Kichiro das Patent an einen britischen Konzern namens Platt Brothers. Kichiro bekam 100.000 britische Pfund für das Patent, was sie als Startkapital für die Automobilsparte des Unternehmens nutzt. Im Jahre 1935 wurde das erste Auto, der Toyota A1, gebaut. Der A1 war kein Verkaufsmodell, sondern eher ein Versuch bzw. Prototyp. Die aus dem Prototyp resultierten Nachfolger, der Toyota AA und der AB, kamen bereits ein Jahr später im Jahre 1936 auf dem Markt und ging auch in Serienproduktion. Der Toyota AA war eine Limousine und der Toyota AB ein Phaeton. Also so eine klassische Cabrio-Limousine, wie sie halt früher in den 30ern, 40ern oft gebaut wurde, wie man sie halt auch aus Filmen kennt, sowas halt. Am 28. August 1937 gründete dann Kichiro Toyoda zusammen mit seinem Cousin Ei Toyoda die Toyota Motor Corporation. Und ich glaube, ihr habt das schon an der Betonung gerade bemerkt. Ich habe vorher immer gesagt Toyota mit D und jetzt Toyota Motor Corporation. Da war nämlich auch diese Namenswandlung. Und ja, ihr habt richtig gehört, die Schreibweise wandelte sich an diesem Tag von Toyoda, was der Nachname der Gründer ist, in das heute uns bekannte Toyota. Hintergrund ist wohl zum einen, dass die Schreibweise bei der Verwendung von der Katakana-Schreibweise im Japanischen nur 8 Striche benötigt und 8 ist in Japan eine Glückszahl. Zusätzlich dazu wollten die Cousins auch Privat- und Arbeitsleben durch diese simple Umbenennung oder beziehungsweise Umfirmierung des einen Buchstabens komplett trennen, dass sie genau wissen, okay, wenn die jetzt quasi als Toyota sind, sind die in Arbeitsmodus und Toyoda sind die Privatfamilienmodus.
Und so wurde die Firma Toyota gegründet, wie wir sie heute auch kennen. So viel zur Vorgeschichte. Als nächstes behandeln wir den zweiten Platz, Volkswagen. Hierbei gehen wir nicht auf jedes Detail der Geschichte ein, da das Video sonst 10 Stunden lang werden würde. Ein Video mit der detaillierten Geschichte inklusive aller dunklen Kapitel der Unternehmensvergangenheit folgt hier aber noch. Ich glaube, ihr wisst in etwa, was ich damit auch meine wohl. Volkswagen wurde im Jahre 1937 gegründet. Ziel von Volkswagen war es, wie der Markenname es schon vermuten lässt, ein Fahrzeug fürs Volk zu entwickeln. Ein Fahrzeug, welches sich das gesamte deutsche Volk leisten und alle alltäglichen Aufgaben bewältigen konnte. Gefordert wurden Merkmale wie, dass die Konstruktion autobahnfest, also dass die dauerhaft 100 km/h fahren kann, 4 Sitze hat für die gesamte Familie, sparsam im Verbrauch ist und nicht mehr als maximal 1000 Reichsmark kostet. Viele Autobauer haben daraufhin einen Entwurf dafür vorgelegt. Auf der 24. Internationalen Automobil- und Motorradausstellung IAMA in Berlin. Der Zuschlag ging dann am Ende aber an Ferdinand Porsche, welcher daraufhin einen Auftrag zum Bau eines Prototyps erhielt. Das Fahrzeug war quasi der Vorvater des heute uns bekannten VW Käfers und die Konstruktionszeichnungen basierten zum Teil aber auf den Entwürfen des Tatra V570 Prototyps vom tschechischen Autobauer Tatra. Die richtige Verkaufsbezeichnung war übrigens KDF-Wagen bzw. Kraft durch Freude-Wagen. Das Projekt war so groß, dass zum dazugehörigen neu gebauten Volkswagenwerk bzw. Kraft durch Freude-Wagenwerk, dann in dem Fall, so wie es ja eigentlich dann hieß, eine neue Stadt gegründet wurde sogar drumherum. Die Stadt hieß Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben, welche nach 1945 dann in Wolfsburg umgenannt wurde, was meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung war, weil der Name war einfach nur, ey, komm, lassen wir's. Die geografische Lage wurde so gewählt, weil es verkehrsgünstig nahe an der Reichsautobahn Berlin-Hannover, nahe der Eisenbahnverbindung Berlin-Ruhrgebiet und nahe zu den Stahlwerken in Peine lag. Noch ein weiterer Faktor war, dass das Grundstück den damaligen Schlossherrn von Wolfsburg gehörte. Dadurch war es auch einfacher, das Land zu erwerben. Für die Planung des ersten KDF-Werks diente das damals modernste Automobilwerk der Welt, welches der Ford Company gehörte und in Dearborn, Michigan war. Die Fließbandtechnik orientierte sich allerdings an dem Ford-Werk in Detroit. Also quasi haben die sich von allem das Beste so ein bisschen rausgepickt für die Planung. Bei anderen. Der KDF-Wagen wurde allerdings mit sehr, sehr großem Verlust verkauft, weil die wollten einen Preis realisieren von 990 Reichsmark. Um das zu realisieren, musste jeder Wagen einen Verlust von ca. 1080 Reichsmark machen, den dann halt die Regierung damals aufgefangen hat, in dem Fall. Der KDF-Wagen ging allerdings nie in Serie, da die Produktionszahlen 1939 noch nicht vollständig fertig waren und dann leider umfunktioniert wurden. Wir wissen ja warum. Wie gesagt, auf diese Thematik will ich nicht weiter eingehen jetzt. Es ist halt nur oberflächlich angekratzt. Aber kommen wir auf die Zeit danach. 1945 war das VW-Werk, beziehungsweise das damals noch erstmal KDF-Werk, dann unter britischer Führung und produzierte auf Basis der alten Entwürfe vom KDF-Wagen den ersten Käfer. Der Erfolg des Käfers war allerdings zu diesem Zeitpunkt noch völlig ungewiss. So viel erst einmal zur Gründung von Volkswagen. Ihr merkt, man könnte hier noch viel weiter ausholen, vertiefter ins Detail gehen, doch sprengt das den Rahmen des Videos. Vielleicht gibt es dazu mal wirklich ein eigenes Video, da die dunkle Geschichte mancher deutscher Unternehmen erschreckend und sogar zum Teil unbekannt oder eher unbeachtet ist. Doch wollen wir hier in diesem Format nicht so sehr mit diesem Kapitel speziell aufhalten. Kommen wir zum dritten Platz, Hyundai Motor Company. Schon der Name Hyundai ist für uns Europäer verwirrend. Richtig ausgesprochen klingt der Name eigentlich Hyundai. Zumindest wenn ich das jetzt wirklich richtig getroffen habe. Doch bei uns in Europa hat sich halt Hyundai eingebürgert. Übersetzt bedeutet der Name so viel wie modernes Zeitalter. Hyundai wurde im Jahre 1947 von Hyung Yu Jung als Bauunternehmen gegründet. Hatte also zunächst gar nichts mit der Automobilindustrie zu tun. Erst im Jahre 1962, als die koreanische Staatsführung per Gesetz anordnete, dass das Land eine Automobilindustrie aufbauen müsse, entstand aus dem Bauunternehmen heraus die Hyundai Motor Company. Somit ist die Vorgeschichte von Hyundai schon recht einfach erzählt. Wie ihr bemerkt habt, habe ich bei den vorherigen Platzierungen immer genau dann aufgehört mit der Geschichte, als die uns heute bekannte Firma entstanden ist. Dieser Punkt wäre hier schon erreicht. Das war es nach zwei Sätzen. Deswegen gehen wir jetzt mal im Falle Hyundai noch ein paar Schritte wenigstens weiter. Quasi als kleine
Ausnahme, aber es sind wirklich nur so zwei kleine Schritte. Hyundai Motor produzierte erstmal nur Fahrzeuge unter Lizenz, wie zum Beispiel am Start erstmal den Ford Cortina und den Ford P7. Erst 3 Jahre später, also 1970, fing Hyundai Motor mit der Eigenentwicklung von Fahrzeugen an, welches dann am Ende den Hyundai Pony zutage führte, welcher dann nochmal 5 Jahre später, also 1975, in Korea auf den Markt kam. Beim Nachfolger Pony 2, der 1982 dann schon auf den Markt kam, gab es sogar eine Version mit Erdgas. Also, die haben sich da schon ein bisschen Mühe gegeben, dann individuell zu sein. Das war es allerdings auch schon mit Kapitel 2. Und das war es tatsächlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, wir machen ein Eisbergformat. Das bedeutet, wir kratzen dem ersten Video wirklich so richtig nur an der Oberfläche. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt ein Kratzeis und nur so ganz oben die Schicht gerade mit dem Löffel. Also gar nicht vertiefen. Das nächste Video wird dann Kapitel 3 und 4 beinhalten. Da gehen wir dann vertieft auf die Thematiken ein, gerade bei den drei Autobauern auch, welche ich aber natürlich jetzt noch nicht nennen werde. Aber ihr könnt mir mal sagen, ob ihr überhaupt Interesse an solchen Videos habt, ob ihr es überhaupt Bock habt, das so mitzuverfolgen, wie es dann immer weitergeht, wie immer quasi tiefer abtauchen in den Berg. Oder ob ihr von Anfang an sagt, boah, nee, Alter, gar keinen Bock auf das, so ein Video. Erzähle in 2 Minuten einmal alles und fertig. So, kann ja auch sein, ne? Auf jeden Fall besten Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich freue mich über euer Feedback und würde sagen, vielen Dank fürs freundliche Zuschauen oder Zusehen. Wie auch immer ich das sonst im Skript geschrieben habe, es steht hier nämlich leider nicht mehr. vergesst auch nicht, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch ein Abo, die Glocke aktivieren, volle Programme, ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.